Artikelnummer SCP-2099, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. Alle Objekte, die SCP-2099 ausmachen, werden an der Fundstelle vor Ort verwahrt. Alle Kommunikationskanäle, Telefonleitung, LAN etc. wurden getrennt. Es wurden alle Funkgeräte gefunden und zerstört. Siehe Anhang 2099-4. Das Lagerhaus oberhalb der Fundstelle befindet sich derzeit im Besitz von Smith Campbell Publishing LLC, einer Frontorganisation, die Desinformationsmaterial vertreibt. Alle SCP-2099-B-Exemplare, die vom Standort entfernt werden, sind als Drucksachenlieferungen zu tarnen. Der Zugang zur Fundstelle ist durch eine Stahltür geschützt, welche zum Öffnen Personal auf beiden Seiten erfordert. Die Tür ist, sofern nicht im Gebrauch, geschlossen zu halten. Das Personal muss alle Peripheriegeräte unter der Kontrolle von SCP-2099-A überwachen. Peripheriegeräte zusätzlich zu den erlaubten sind zu melden und zu zerstören. Beschreibung: SCP-2099 wurde 2003 unter einem verfallenen Lagerhaus in Detroit, Michigan gefunden, nachdem Urban Explorer Bilder davon online gestellt hatten. Das ursprüngliche Konto der Explorer wurde zwar gelöscht und Amnesthetiker verabreicht, es existieren aber immer noch einige Bilder von SCP-2099 online mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten. Dies wird als eine geringe Gefährdung für die Verwahrung eingestuft. Die Fundstelle besteht aus einer Reihe von 13 unterirdischen Räumen, die in der Größe zwischen 3×3×2 Meter und 30×20×10 Meter liegen. Einige fungieren als Lagereinheiten mit Regalen, in denen Tausende von mechanischen und elektronischen Geräten und Bauteilen untergebracht sind. Andere stehen größtenteils leer und sind als Testgelände vorgesehen. Ein Raum enthält hauptsächlich schwere Maschinen, von denen man annimmt, dass sie bei der Ausgrabung der Fundstelle verwendet wurden. In jedem Raum gibt es Hunderte bis Tausende von Zetteln, die mit Notizen beschrieben wurden. Diese befinden sich in einer fragmentarischen Kurzschreibweise. Eine Reihe von Zahlen und Buchstaben am oberen Ende eines jeden Blattes scheint als Hinweis auf den Inhalt zu dienen, obwohl die genaue Bedeutung nicht dekodiert werden konnte. Bei SCP-2099 handelt es sich um das Gehirn von Jeremy Valdez und aller damit verbundenen Maschinen und Geräte, die an der Fundstelle vorgefunden wurden. Das Gehirn von Valdez, im Folgenden als SCP-2099-A bezeichnet, wird in einem Glas mit einer Mischung aus Wasser, Elektrolyten, Zucker, grüner Lebensmittelfarbe und künstlichen Aromen aufbewahrt. Wie diese Mixtur SCP-2099-A am Leben erhalten kann oder ob sie abseits von einem ästhetischen Aspekt überhaupt wichtig ist, ist derzeit noch unbekannt. SCP-2099-A verhielt sich weitgehend kooperativ gegenüber dem Personal der Foundation, auch wenn seine Antworten nur begrenzt nützlich waren. SCP-2099-B umfasst alle Gerätschaften, die von SCP-2099-A vor und nach seiner Operation gebaut wurden. Diese Maschinen wurden aus einer Vielzahl verschiedener Materialien hergestellt. Praktisch alle von ihnen scheinen im hohen Maße technologisch fortschrittlich zu sein, sollten aber nach aktuellem wissenschaftlichen Verständnis nicht funktionieren. Basierend auf Energieverbrauch, Belastungsgrenzen der verwendeten Materialien und Verletzung von Naturkonstanten wie etwa der Lichtgeschwindigkeit. Einige werden als Peripheriegeräte bezeichnet und stehen unter der Kontrolle von SCP-2099-A. Sie werden von SCP-2099-A benutzt, um mit seiner Umgebung zu interagieren. Die meisten davon wurden bei der Bergung zerstört. 5 sind derzeit aktiv, unter der Voraussetzung von SCP-2099s weiterer Zusammenarbeit. Die Gestalt dieser Geräte reicht von mechanischen Händen bis hin zu einem humanoiden Roboter, der als Butler gekleidet ist. Sie werden vor allem dazu verwendet, um Notizen zu finden und diese zu SCP-2099-A zu bringen. Beispiele für SCP-2099-B: Eine Pistole, die Röntgenstrahlen mit hoher Intensität abschießt. Sie wird von 2 Doppel-A-Batterien gespeist und durch einen gewöhnlichen Quarzkristall fokussiert. Ein 6 Meter hoher humanoider Roboter, der hauptsächlich aus Chrom und Stahl besteht. Die Zugfestigkeit der verwendeten Materialien sollte nicht in der Lage sein, das Gewicht des Roboters zu tragen. Eine Kanone, die Treibspiegel abfeuert, die Roboter in menschlicher Größe freisetzt welche mit Schwertern und Metallen und Jakus bewaffnet sind. Bemerkenswert ist, dass das Volumen der Treibspiegel nicht groß genug ist, um die Roboter zu fassen. Eine Tonne mit der Aufschrift Cyborg-Teile. Darin befanden sich eine Reihe von künstlichen Gliedmaßen, Sinnesorganen und anderen Körperteilen. Keines von diesen wurde montiert, es ist daher nicht bekannt, ob sie funktionsfähig sind. Es wurde keine Möglichkeit gefunden, wie diese Teile mit dem Nervensystem interagieren könnten. Ein großes Fahrzeug mit einem montierten Bohrer und Krallen, welches in der Lage ist, Tunnelbohrungen durch massiven Fels- und Erdreich durchzuführen. Das beim Bohren anfallende Material verschwindet und hinterlässt einen leeren Tunnel. Ein Raumschiff mit Raketenantrieb. Das an den Landekufen hängende Sedimentmaterial stimmt mit Proben überein, die von der Mondoberfläche stammen. Es gibt keine plausible Möglichkeit, wie das Gefährt die Fundstelle hätte verlassen können. Ein Kraftfeldgenerator, welcher zurzeit nicht genauer untersucht werden kann, da SCP-2099-A vergessen hat, wie das Gerät auszuschalten ist. Ein großer Generator mit der Beschriftung Anti-Gravitation auf der Seite. Anti wurde in roter Farbe durchgestrichen. Wenn er aktiviert wird, wiegen alle Objekte in seiner Umgebung doppelt so viel wie unter dem Einfluss der Erdgravitation. Ein Computersystem, das eine scheinbar vollständige Simulation bis hin zu einzelnen Sandkörnern eines außerirdischen Sonnensystems durchführt. Es arbeitet mit einem verfügbaren Speicherplatz von 2 GB auf der Festplatte. 713 verschiedene Laserpistolen in einem Behälter mit der Bezeichnung 713 verschiedene Laserpistolen. Die Stromversorgung überfolgt über mehrere miteinander verbundene Mehrfachsteckdosen. Folgt man allen Verbindungen, landet man bei einer letzten Mehrfachsteckdose, welche in sich selbst eingesteckt ist. Wird dieser Netzstecker gezogen, verliert die gesamte Anlage ihre Stromzufuhr. Interviewprotokoll SCP-2099-A-1. Wer sind Sie? Ich bin der tiefgründige Professor V. Das Genie, das die Quantenpistole, die Rakete nach Sagittarius und das Fenster zu anderen Welten erfunden hat. Mein Name ist Jeremy Valdez. Jeremy! Es gab doch noch einen anderen Jeremy, den ich einmal getroffen habe. Naja, es gab viele, aber dieser eine blieb mir im Kopf hängen. Kluger Mann. Ein Verkäufer. Man kann ihnen nicht einen Meter über den Weg trauen. Aber das war nicht ich. Wie konnten Sie diese Einrichtung bauen? Oh, ich habe alles ausgegraben. Das Knifflige waren die Stützen. Hab massives Valdesium benutzt, um alles zu halten. Das ist meine eigene Erfindung. Name geschützt, Patent angemeldet. Es sei denn, ich habe vergessen, die Anmeldung abzuschicken. Wie funktionieren Ihre Erfindungen? Ich bin ein Genie, habe ich das bereits erwähnt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da steht alles in meinen Notizen. Ja, Sie haben sie gelesen, nicht wahr? Ich habe sie einfach überall liegen gelassen. Man kann sie gar nicht verfehlen. Wann haben Sie damit angefangen, Dinge zu erfinden? Mal sehen. War es 1993? 94? Ich würde meinen Kopf vergessen, wenn ich ihn nicht sorgfältig beschriftet hätte. Im Schrank. Nein, warten Sie, das ist nicht die Notiz, die ich gesucht habe. Ah, hier, Geschichte. Himmel, Herrgott, 91? Ist es schon so lange her? Moment. Wie lange ist es her? Welches Datum haben wir? Ah, schon gut, schon gut. Wie auch immer. Eines Tages hatte ich einfach Ideen. Einfach Ideen, die von überall auf mich einströmen. Ich kann keine Schaufel anschauen, ohne nicht eine Idee für ein Grubengrabgerät zu bekommen. Oder einen Computer, ohne zu sehen, ob er von elektrischen Schafen träumt. Ich könnte Laser für eine Bohrung gebrauchen. Das wird notiert. Ich war schon immer ein Bastler, seit meiner Kindheit. Ich hatte Modellraketen und Strahlenkanonen und alle möglichen Spielzeuge dieser Art. Hatte sie aus Geschäften oder dem Versandhandel oder wo auch immer sie mir sonst unter die Finger gekommen sind. Während SCP-2099-A spricht, bringen Peripheriegeräte Notizen zu seinem Tank und schreiben, offenbar auf Grundlage des Gesprächs, weitere Notizen. Wie wird diese Anlage mit Strom versorgt? Ach, man muss einfach nur alles einstecken. Einfacher geht's gar nicht. Im Endeffekt speist es sich aus dem Äther. Man sagt, dass es sowas nicht gibt, aber man muss nur wissen, wo man suchen muss. Er ist unter all dem Quantenzeugs. Oder versteckt er sich in den imaginären Zahlen. Irgendwie sowas. Ich müsste meine Notizen zur Rate ziehen. Wir hatten Schwierigkeiten damit, Ihre Notizen zu lesen. Oh, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wie die Dinge aufgeschlüsselt werden. Irgendwo habe ich eine Notiz darüber. Ihre Notizen scheinen unvollständig zu sein. Nun, das ist schade. Ich habe immer versucht, alles beisammen zu halten, aber es kommt einem immer etwas dazwischen. Ohne meine Notizen könnte ich nichts zustande bringen. Lassen Sie mich das in meinen Notizen prüfen. Ja, ich könnte nichts zustande bringen ohne sie. Steht genauso hier. Da kann man nicht dran rütteln. Es steht in meinen Notizen. Interviewprotokoll SCP-2099-A-7. Wie konnten Sie sich all die Materialien leisten, die Sie für Ihre Erfindungen gebraucht haben? Durch dies und das. Ich mache Dinge für Menschen. Manchmal verkaufe ich sie, manchmal tausche ich. Davor habe ich natürlich etwas ehrliche Arbeit geleistet. Ich habe damals für ein Profilabor gearbeitet und für eine Produktionsstätte geforscht. Ich habe Rauchmelder oder Spielzeug oder so gemacht. Es ist heutzutage schwierig, alles im Gedächtnis zu behalten. Haben Sie irgendwelche offenen Aufträge? Momentan nicht, aber es liegen immer neue Geschäftsmöglichkeiten hinter der nächsten Ecke. Die Menschen brauchen jemanden, der für sie Dinge baut. Akustikgewehre, Hypnoselinsen, Raketenschirr. Eine Nachtsichtbrille, die auch ohne Licht funktioniert. Das ist zwar alles ein bisschen langweilig, aber es zahlt die Rechnung. Ich habe in letzter Zeit nichts Neues gehört, aber ich bin mir sicher, dass sie sich bald melden werden. Interviewprotokoll SCP-2099-A-19. Kennen Sie Ihren derzeitigen Zustand? Brillant, schön, ein Gehirn im Glas, das ist mir nicht entgangen. Wie kommt es, dass Sie noch leben? Gute Ernährung und Bewegung, gesund leben, und Elektrolyte. Es steht in meinen Notizen, der gesamte Prozess. Ich kann Kartoffelpüree nie wieder mit den gleichen Augen sehen. Weiß jemand aus Ihrem Familien- oder Freundeskreis von Ihrem Zustand? Nein, nicht wirklich. In meiner Familie war ich nie besonders nah und die meisten meiner Freunde sind heutzutage online. Im Internet weiß niemand, dass du ein Gehirn im Glas bist. Oder eine Katze. Oder was auch immer. Sie kennen den Witz, da bin ich mir sicher. Wie ist das passiert? Wissen Sie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht, dass ich am Sterben war oder so. Nein, mein Körper ist immer noch absolut lebensfähig. Wenn ich mich erinnern könnte, wo ich alles hingetan habe. Ich weiß nicht mehr, warum ich es getan habe oder wann. Ich bin mir aber sicher, dass ich es zu dem Zeitpunkt für eine gute Idee gehalten habe. Das tue ich meistens. Ich glaube, es ist nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder vielleicht doch. Wie auch immer, ich komme zurecht. Beispiele der Notizen. Kontakt über WB Mark II, um HGW über temporäres Wackeln zu konsultieren. Empfohlen, mit EB über Flusskorrektur zu sprechen. RT304 Fehlschlag durch unzureichendes Kavorit. Formel braucht Überarbeitung. MK und LS sagen, dass SF es wissen könnte. Glorioses V-Skink-Protokoll tritt am 6. Tag in Kraft. Kaskadenversagen im Atombombengenerator hat beinahe Anlage zerstört und mich... Viel NA. Notizen zweimal überprüfen. Ich bin Jacks Mangel an der Einhaltung der Arbeitsplatz-Sicherheitsrichtlinien. Wie lange ist Gehirn schon im Glas? Muss das untersuchen. Später. Jetzt beschäftigt. EAP-28C hat trotz Unzufriedenheit die Zahlung für das Projekt 20083 überwiesen. Nichts von gut. Schnecken wollen trotz aller Bemühungen nicht kalt fusionieren. Eventuell zur Waffe machen? SF schließt. Sende Backups zur V2-Station. Bevor Wetware geprüft wird. Ich sehe Geheimagenten, Leute. Anhang 2099-1. Seit der Bergung wurden eine Reihe von SCP-2099-B-Objekten im Umlauf entdeckt. Ob es sich dabei um Objekte handelt, die zuvor von SCP-2099-A hergestellt und verkauft wurden, oder ob sie aus einer anderen Quelle stammen, ist nicht mit Sicherheit geklärt. Anhang 2099-2. SCP-2099-A hat gelegentlich Anmerkungen über Orte gemacht, an denen es gearbeitet oder welche es als Handelspunkte für Exemplare von SCP-2099-B verwendet hat. Siehe SCP-2099-Bergungsberichte für weitere Informationen. Anhang 2099-4. SCP-2099-A erwähnte die Shenzhou-9-Mission von 2012. Auf die Frage, wie es von dieser erfahren hat, enthüllte es eine aktive Internetverbindung mittels des, Zitat, V-Wellen-Universal-Ansibles. Auf die Frage, wo sich das besagte Gerät befinde, konnte es sich nur noch daran erinnern, dass es irgendwo in den Regalen steht und schlug vor, es mit dem Valdez-Wellendetektor zu suchen. Besagtes Gerät konnte bis heute nicht gefunden werden. Die Analyse von Internet-Accounts, die jetzt bekanntermaßen mit SCP-2099-A in Verbindung gebracht werden können, hat gezeigt, dass keine geschützten Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Nichtsdestotrotz ist das Finden und Demontieren dieses Geräts von höchster Priorität für alle Mitarbeiter, die SCP-2099 zugewiesen wurden. Anhang 2099-5. Solange SCP-2099-A's, Zitat, Ansible nicht auffindbar ist, kann es mittels Mikrowellenstrahlenausbrüchen gestört werden. Dies führt jedoch auch dazu, dass SCP-2099-A nicht mehr in der Lage ist zu sprechen und es könnte die Lebenserhaltungssysteme stören. Da das Objekt gegenwärtig die einzige Möglichkeit darstellt, SCP-2099-B Exemplare außerhalb der Foundation-Kontrolle zu finden, sollte dies nur in Notfallsituationen eingesetzt werden. SCP-2099-Bergungsberichte. Ort: ehemaliges Wohnhaus, welches nach Steuerbescheiden zu urteilen früher im Besitz von SCP-2099-A war. Anlass: Aussage von SCP-2099-A. Dieses alte Ding. Ja, sehr schöne Nachbarschaft, aber der Hauseigentümerverein hatte lächerliche Regeln über Raumschiffe. Und sie haben mir keine Dinosaurier erlaubt. Welche totalitäre Einöde erlaubt keine Dinosaurier? Insbesondere Roboter-Dinosaurier. Aber der Park war schön. Ich habe Tauben gefüttert. Ich glaube, ich habe ein paar Dinge dagelassen. Oben auf dem Dachboden. Vielleicht sind sie noch da. Bergung. Während die derzeitigen Besitzer im Urlaub auf Hawaii waren, durchsuchten Bergungsagenten das Haus und fanden schließlich ein altes Notizbuch, welches mit Kritzeleien von Raumschiffen und Außerirdischen bedeckt war. Reaktion. Oh, meine Zeichnung! Ich habe die in der Schule immer gekritzelt. Das machte meine Lehrer verrückt. Aber was hätten sie machen sollen? Ich war ein Musterschüler mit glatten Einsen. Irgendwo habe ich meine Zeugnisse. Wahrscheinlich in den Regalen. Mich hätte meine Notizen zur Rate ziehen. Ort: Alleen, Boston, Massachusetts. Anlass: Aussage von SCP-2099-A. Ich hoffe sehr, dass MA ihr Paket bekommen hat. Ich habe es zum üblichen Platz gebracht, als es fertig war, aber nie von ihr gehört. Vielleicht könnten die werten Herren dort mal nachschauen. Ich bin momentan etwas zu beinlos dafür. Bergung. Das Außenteam suchte den beschriebenen Ort auf, auch wenn vermutet wurde, dass man sie nach der inzwischen verstrichenen Zeit nicht mehr vorfinden würde. Kurz nachdem das Team mit der Untersuchung begonnen hatte, wurde es jedoch von einem CR-Außenteam angegriffen. Dieses hatte allem Anschein nach dort einen Wachposten aufgestellt, um auf künftige Warenübergaben zu warten, und hatte nicht mit bewaffnetem Widerstand gerechnet. Verluste der Foundation waren minimal. Mehrere feindliche Agenten wurden festgenommen und 2 als Waffe verwendete Anomalien gesichert. Reaktion. Diese Typen, ne? Ich hatte schon einige Zusammenstöße mit ihnen. 4 Sekunden. Hab ihnen 1 oder 2 Dinge verkauft und dann haben sie versucht, sich all meine Spielsachen unter den Nagel zu reißen, ohne dafür zu bezahlen. Ich wüsste nicht, dass sie Boston beobachten. Nun, ich bin froh, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Hoffentlich haben sie MA keinen Ärger bereitet. Ort: Suppenküche in Seattle, Washington. Es gab Berichte über ungewöhnlich große Lebensmittel. Bergung. Das Außenteam sicherte den Ort und fand eine große Kabine mit der Aufschrift V-Vergrößerungsstrahl, mit der die Mitarbeiter dort die Essenportionen, die an Obdachlose vor Ort ausgegeben wurden, vergrößern konnten. Befragtes Personal gab an, dass besagte Kabine 2 Wochen zuvor von Mitarbeitern der Manna-Wohltätigkeitsstiftung vorbeigebracht worden sei. Reaktion. Oh, der Vergrößerer. Ich glaube, ich erinnere mich daran. Habe ich es ihnen verkauft? Nun, das muss ich wohl. Sie haben es wahrscheinlich gerade erst benutzt. Ich hätte lange nicht mehr viel mit ihnen zu tun. Ort: ehemaliges Raketensilo im südlichen Idaho. Aufzeichnungen besagen, dass es nie von der US-Regierung verkauft wurde. Anlass: Aussage von SCP-2099-A. Ich habe einige Zeit im Mittleren Westen verbracht. Ich war... Gibt es ein stilvolleres Wort als Haus besetzen? Ein Moment. Ach, ja, klar. Ich residierte in einem dieser alten Raketenbunker. Er wurde nicht mehr benutzt, also bin ich einfach eingezogen und habe das Licht angemacht. Es war eher eine Art Sommerhaus für mich. Ich glaube nicht, dass ich den Müll weggeschmissen habe, bevor ich gegangen bin. Wären die Herren so freundlich? Bergung. Das Außenteam fand das Silo mit mehreren Zahlenschlössern verriegelt vor, die mit von SCP-2099-A's zur Verfügung gestellten Kombinationen geöffnet werden konnten. Im Silo befanden sich 3 ausgetrocknete menschliche Leichen, ein ausgestopftes Mammut Americanum und ein Gorilla in irgendeiner Form von Scheintodzustand. DNA-Tests haben ergeben, dass die menschlichen Körper alle zu SCP-2099-A gehörten. Eine teilweise erhaltene Adresse und ein Schlüssel wurden am Boden einer Schreibtischschublade gefunden. Reaktion: Naja, ich war zu der Zeit in einer Klonphase. Zu viel Jurassic Park, nicht genug Verabredung mit Mädchen. Jedenfalls funktioniert der Moskitotrick nicht wirklich. Wenn irgendwas dabei rauskommt, dann mehr Moskitos. Es ist anzumerken, dass SCP-2099-A nicht vom Fund der Adresse und des Schlüssels erzählt wurde. Ort: Lagerhaus in Puebla, Mexiko, welches mit der Darknet-Webseite V2 Enterprises in Verbindung steht. Mehrere Produkte weisen anormale Eigenschaften auf, die denen von SCP-2099-B ähneln. Bergung: Die Lagerarbeiter wurden angetroffen, wie sie gerade dabei waren, das gesamte Inventar durch ein Gerät zu bewegen, das offenbar in der Lage war, Dinge zu teleportieren oder sich auflösen zu lassen. Teleportation stellt aufgrund der Bereitschaft der Arbeiter, selbst das Gerät zu passieren, anstatt festgenommen zu werden, die wahrscheinlichere Option dar. Das Gerät zerstörte sich selbst, bevor eine gründliche Analyse durchgeführt werden konnte. Im Lagerhaus wurden weitere eindeutige Exemplare von SCP-2099-B gefunden. Eine Broschüre mit dem Bild eines hispanischen Mannes im Laborkittel versprach, Zitat, Invenciones futuristas increíbles del Professor V. Übersetzung, Professor V's unglaubliche futuristische Erfindung. Andere Standorte, die auf V2 Enterprises zurückgeführt werden konnten, wurden verlassen vorgefunden. Reaktion: War ich in letzter Zeit in Mexiko? Lassen Sie mich mal überlegen. Nein, nicht seit meine Großmutter gestorben ist. Wir haben es hier eindeutig mit einem Hochstapler zu tun. Kaufen Sie nur vom richtigen Professor V und akzeptieren Sie keine Imitate und Kopien. Ort: Schrottplatz in Boise, Idaho. Anlass: Aussage von SCP-2099-A. Ich habe eine meiner Kundinnen einmal besucht. In Iowa, glaube ich. Warten Sie, lassen Sie mich meine Notizen überprüfen. Ich habe mich vertan. Es war eigentlich Idaho. Ich verwechsel die beiden immer. Möchten Sie sie kennenlernen? Ich bin mir sicher, sie würde sich über Gesellschaft freuen. Bergung. Das Außenteam betrat den Platz außerhalb der Öffnungszeiten und fand schließlich ein Bauwerk, das unter einem Haufen alter Autos errichtet worden war. Darin befand sich scheinbar eine Wohnung, die seit einiger Zeit nicht mehr benutzt wurde. Es wurden Kataloge mit Sternenkarten, astronomische Texte und Werke, die bekanntermaßen mit der Hand der Schlange in Verbindung stehen, gefunden. Weiterhin wurde ebenfalls ein SCP-2099-B-Exemplar mit der Bezeichnung Valdeport XT gefunden. Zum Zeitpunkt des Fundes war dieses nicht funktionsfähig. Reaktion: Nicht mehr da? Nun, hoffentlich ist sie dorthin gelangt, wo sie hin wollte. Oder überhaupt irgendwo hin. Wir wollen doch alle irgendwo sein, oder? Ich weiß, dass ich das will. Ort: Büro in einem Gewerbegebiet in London. Der 14. Versuch, eine Übereinstimmung mit dem Adressenfragment aus dem Raketensilo zu finden. Bergung. Das Außenteam fand einen Operationssaal, der seit Ende der 80er Jahre nicht mehr benutzt worden war. Es wurden mehrere Akten aufgefunden, in denen die durchgeführten medizinischen Versuche beschrieben sind. Zwei der letzten Einträge beschreiben die Autopsien eines Paares amerikanischer Transferschüler mit den Initialien JV, deren beider Beschreibung auf Jeremy Valdez passen. Alle Unterlagen und Berichte tragen die Signatur EM. Reaktion: Tut mir leid, sagt mir nichts. Ich meine, ich bin nicht mehr ganz ich selbst, aber ich bin wohl kaum tot. Ich bin mir sicher, dass ich das wüsste, wenn ich es wäre. Ich hätte eine Notiz gemacht.